Weil jetzt wird's anstrengend. So. Ja, das Schlaferlebnis in dieser Höhle war richtig gut, in diesem Graben. Horido. Hi, ich bin Alex von Hikingbäcker. Heute möchte ich euch gerne mit in den Wald mitnehmen. Diesmal ist es aber was Besonderes, denn ich habe 100% Bundeswehrausrüstung dabei, wie ich sie zu meiner Dienstzeit auch gehabt hatte. Mit Ausnahme ist natürlich die Feldhose und die Feldbluse. Diese sind natürlich nicht Flecktarn. Diese sind aber von Leo Köhler, dem Schnitt, und vom Material eigentlich fast gleich. Was habe ich dabei? Ich habe einen Schlafsack, eine Zeltbahn von der Bundeswehr, sowie den Rucksack und das Kochgeschirr. Und einen Kälte- und Nässeschutz auch von der Bundeswehr. Da habe ich ein bisschen investiert für meine kommende Videoreihe, die ich vorhabe. Was werde ich denn machen? Das Besondere in dem Video ist diesmal, wo ich den Fokus drauf lege, dass ich ein Schrägdach aufbauen werde, aber nach der Bundeswehrvorschrift. Diese habe ich mir extra ausgedruckt für das Video und möchte das einfach mal 1:1 nachbauen, so wie es hier in der Vorschrift steht. Ich war mal so frei und habe als Visualisierungshilfe ein 3D-Modell erstellt, um euch besser den Aufbau der Unterkunft erklären zu können. Ihr könnt das alles auch einfach im Freibad nachlesen. Blau soll die Zeltbahn darstellen. Die Ecken der Zeltbahn sind 90 Grad eingeklappt und auf zwei Bäumen festgebunden und mit Heringen auf Spannung gebracht. Rot soll einen Wassergraben darstellen, wo theoretisch das Regenwasser gelenkt wird und eine Pfützenbildung vor dem Zelt vermieden werden soll. Gelb soll einen Graben darstellen, den man aushebt, um darin zu schlafen. Militärisch gesehen soll dieses Loch den Soldaten vor Flachfeuer schützen. Für uns ist dieser Schutz Gott sei Dank irrelevant. Allerdings bietet das Loch auch andere Vorteile, nämlich dass wir vor starken Windböen und Kälte besser geschützt sind und wir haben viel mehr Platz in der Unterkunft. Wenn wir dieses Loch mit einer 20 cm Laubschicht füllen, ist es auf jeden Fall viel komfortabler. Dagegen spricht aber der massive Arbeitsaufwand. Dazu später mehr. So, als nächstes werde ich natürlich die Zeltbahnen aus meinem Rucksack nehmen. Diese habe ich an diesen vorderen Schnallen hier eingeklippt. Ich packe diese mal aus und in der Zeltbahn habe ich das Zeltbahnbesteck eingewickelt. Ist auch eine große massive Tasche. Viele nehmen diese gar nicht mit, sondern nehmen gar keine Zeltstangen oder Heringe mit, schnitzen die sich selber im Wald. Ist auch eine Option definitiv, um Gewicht zu sparen. Aber jetzt fürs Video habe ich mal alles mit dabei gehabt. Zu den Heringen, zu den Stangen gibt es dann auch noch diese Zeltbahnschnur. Nach meiner Erfahrung taugt die aber allerdings nicht so, da es sich schwerfällt, mit der irgendwas zuzubinden, da sich das immer wieder löst. Deshalb habe ich auch normale Pi-Schnur mit dabei. Jetzt bauen wir die mal auf. Wenn es extrem schnell gehen muss oder für faule Lanzer, gibt es die Expander-Variante. Die Bundeswehr-Expander haben diese Dreieckform und diese erlauben es, in der Zeltbahn bei diesen Schlitzen hier es so einzufädeln. Das macht man natürlich weiter vorne, da bei der 20 mm Öse. Durch die 20 mm Öse passen diese nicht durch und dann spannt man es an den Baum. Das demonstriere ich jetzt mal. Es ist fertig. Aber das Problem ist an dieser Variante, es ist ein Blatt im Winde. Ein Sturm wird das nicht wirklich aushalten können, aber einen leichten Regenschauer denke ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch die richtige Variante mit der Pi-Schnur zeigen. Also, wie binde ich die Zeltbahn mit dem Baum zusammen fest? Ich lasse jetzt mal den Expander da, um als Hilfe für mich. Das macht es angenehmer anzubinden. Hier werde ich einen Zimmermannslatz anbringen und hier einen Topsäge-Schotsteg. Ich werde jetzt nicht genauer auf die Knoten eingehen. Dazu würde ich gerne nämlich mal ein eigenes Video machen. Es gibt ja aber auf YouTube richtig viele tolle Videos, besonders von Saki würde ich das jetzt gerne mal an der Stelle erwähnen. Und von den Naturensöhne. Die haben ganz tolle Videos zu diesen Knoten gemacht. Und den Zimmermannslatz, den habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Und ja, den könnte ich könnte einfach mal diese zwei Knoten oder vielleicht noch einen Knoten extra in einem extra Video zeigen. Aber ich beginne jetzt mal.
Der Vorteil an Topsäugel-Schotsteak ist, sobald der Knoten fertig ist und es etwas, jetzt mal angenommen, etwas fröstlich ist oder es extrem schnell gehen muss, weil, keine Ahnung, man einfach keinen Bock hat und endlich loslaufen möchte, dann kann man diesen Knoten, anstatt da ewig rumzufrümmeln oder mit dem Messer das gute Stück Schnur aufzuschneiden, kann man das ja einfach aufziehen bei der Lasche und fertig. Und schon ist der Knoten gelöst und schon kann man alles abbauen und direkt gehen. Also, ich habe das jetzt auf Spannung gebracht und auf einer gleichen Höhe. Ich werde jetzt hinten dran Heringe reinsetzen und gucken, wie die Zeltbahn dann fertig aussieht. Und dann werde ich mir Markierungen machen, wo ich dann konkret genau graben soll, damit das Loch nicht zu groß wird. Zum Graben werde ich dann die Zeltbahn etwas höher spannen, damit sie mich nicht stört. Und dann, wenn das Loch fertig ist, dann so einfach runter, nochmal alles schön auspflocken und dann noch den Wassergraben am Ende ziehen. Wichtig bei Heringen ist, besonders bei diesem Bundeswehrhering, dieses Aluminium ist überhaupt nicht stabil. Das verbiegt sich so leicht und so schnell. Da muss man extrem vorsichtig sein mit denen. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer lieber mir selber Stücke geschnitzt. Die kann ich danach wegschmeißen und fertig. Aber jetzt mache ich es mit denen mal, um zu demonstrieren. Ich hoffe, dass die mir nicht verbiegen. Und ja, genau. Wichtig ist bei denen, dass man die echt schräg so am Boden entlang reinmacht und so 90 Grad runter, weil dann stoßen sie auf einen Stein und verbogen sind sie und so richtig reinkommt da auch nicht. Deshalb immer schön so schräg rein. Eigentlich gibt es diese 10 mm Ösen, noch so eine kleine Zeltbandschnur dazu. Und dann ist es dafür gedacht, dass man dann den Hering hier so reinhakt an dieses Stück Schnur und so auf Spannung bringt. Ja, dieses Ding, wie gesagt, diese umhüllte Pieschnur, sag ich mal, hält nicht so gut. Deshalb haben wir es eigentlich immer an diesen Löchern hier, die für die Knöpfe gedacht sind, auf Spannung gebracht. Kann man definitiv aufmachen. Die Zeltbahn ist stabil genug. Das kann man auch von dem Gewicht erwarten. Gut, dann mache ich das mal. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Klappspaten das zu markieren war keine intelligente Idee. Ich werde jetzt die Pieschnur nehmen und dann werde ich mir kleine Stöcke nehmen, die einpflanzen und dann die Schnur drumherum und dann so ein Dreieck. Ähnlich wie man das so aus Archäologiefilmen vielleicht kennt. Die Markierung habe ich jetzt fertig. So, sind dran. Jetzt mache ich die Zeltbahn hoch. Im Video ein bisschen vielleicht schwer zu erkennen, aber ich kann jetzt genau perfekt sehen, wo ich graben muss, da ich das mit der Pieschnur ein bisschen markiert habe, also archäologiemäßig. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird gegraben. Bevor ich aber grabe, muss ich mir noch ein Lineal machen, damit ich weiß, aber wie groß das Loch sein muss. Dafür suche ich mir am besten einen geraden Stock, so gerade wie möglich. Muss nicht perfekt gerade sein, einfach nur ein bisschen, um zu markieren. So, jetzt nehme ich das Taschenmesser und dann mache ich mir so eine Elle, so ungefähr 20 cm. Mache ich mir hier eine Markierung. Jetzt mache ich mir eine zweite Elle. Drei. So, jetzt hier das Finale. 80 cm. Ich soll so ein tiefes Loch da reinbuddeln. Boah. Mit großem Schanzwerkzeug. Und wenn man zu zweit ist, geht das, glaube ich, voll klar. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal mit 60 begnügen. Oder vielleicht grabe ich auch nur so tief für die Isolationsschicht. Schauen wir mal. Aber ich peile erstmal die 80 an. Horido. So, Freunde, jetzt geht's ans Schanzen. Ich habe mich schon mal ein bisschen leichter bekleidet, weil jetzt wird's anstrengend.
Ich probiere jetzt erstmal so an den Ecken entlang so eine Linie zu ziehen. Es wird wahrscheinlich eher auf Improvisation rauskommen, aber ja. Selbstverständlich, wenn ich fertig bin, werde ich das auch alles natürlich zugraben. Den Schutt werde ich nicht irgendwo hinschmeißen, sondern am besten hier oder so sammeln. Ich bin hier übrigens legal drauf. Das ist ein Privatgrundstück, wo ich eine Genehmigung bekommen habe. Von dem her nichts Illegales. Hoffe ich. Meine größte Angst sind natürlich große Wurzeln von diesen Bäumen. Aber ja. Also Freunde, ich bin relativ weit schon gekommen. Es sind ein bisschen mehr wie 80 cm. Ja, gut. Ich habe da so eine kleine Technik entwickelt, die würde ich euch gerne zeigen. Und zwar, dann nehme ich den Spaten so ein großes Stück, halte den hier fest. So. Okay, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber ungefähr so habe ich mir richtig viele Brocken erspart. So, dann Arbeit. So Freunde, es ist geschafft. 80 cm, vielleicht sogar 85 cm habe ich jetzt das Loch ausgehoben. Das war ein Haufen Arbeit. 2 Stunden habe ich etwa dafür gebraucht. Ich würde das niemals bei einer Wanderung machen. Selbst wenn ich einfach irgendwo mal eine Nacht oder zwei im Wald schlafen möchte. So vielleicht Buschkraftmäßig oder so, würde ich das auch niemals machen. Ein Haufen Arbeit ist das. Aber ich habe es jetzt gemacht für das Video, zur Demonstration einfach mal. Auch so einfach als Erfahrung. Und ja, ich demonstriere es mal kurz, wie tief es ist. Fast über die Knie. Jetzt ist die nächste Challenge, dass ich jetzt 20 cm Laub mir hier im Wald suche, für fast 1,90 Meter. Das wird ein großes Problem, weil ich hier nur dieses Bärlauch sehe. Im Bärlauch will ich aber auch nicht unbedingt schlafen. Das ist nicht so ein angenehmer Geruch, aber ich würde es... Nein, würde ich nicht. So. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach Laub und dann sehen wir uns, wenn das Laub da ist. Die Sucherei erspare ich euch, wie man Laub findet. Wisst ihr selber. Bis bald. So. Das dürften jetzt 20 cm Laub gewesen sein. Ich werde dann jetzt die Zeltbahn jetzt runter machen, aufspannen und dann werde ich den Biwaksack und Schlafsack schon mal reinlegen. Das Gute am Bundeswehr-Biwaksack ist, dass man den komplett bis oben hin zumachen kann. So bin ich mir auch sicher, dass da jetzt nichts irgendwas reinkriecht. Ja okay, es kann vielleicht irgendwie trotzdem reinkriechen, aber dafür ist man ja im Wald. Übrigens habe ich jetzt schon die dritte Zecke an mir gefunden. Da muss man aufpassen dann zu Hause, dass man sich auch noch mal richtig kontrolliert. Und ja, ich habe besonders jetzt geschaut beim Laub, dass ich eher den Rücken, den näheren Bereich jetzt ein bisschen mehr gemacht habe, wie jetzt im Beinbereich und im Kopfbereich. Im Kopfbereich habe ich dann vor, den Rucksack quasi als Kissen zu nehmen. Ja, sehen wir dann, wie das dann funktioniert. Fangen wir mal an. Die Sache wäre jetzt erledigt. Ich muss jetzt nur noch den Sickergraben drumherum machen. Nächste Spatenarbeit beginnt. Bei dem Sickergraben werde ich von dort anfangen, den hier rüberziehen und dann quasi hier so einen kleinen Auslauf nach unten, also zum Berg runter machen.
und hier noch so eine kleine Verbindung dazu. Wir sehen uns dann, wenn es fertig ist. So. Also Freunde, der Wassergraben ist gezogen. Jetzt ist es wichtig, dass ich von innen mit dem Schutt, den ich da habe, es noch von innen abdichte quasi, so dass es trotzdem nicht reinfließen kann. So. Ich zeig mal den Wassergraben. Also hier fließt es so entlang, hier oben. Das Ziel ist es, dass es dann, wenn es stürmen sollte, an dieser Rinne entlang hier runter fließt. So. So, ist doch schon recht gemütlich. Jetzt fange ich an, damit es von innen auszustopfen. Das soll als eine Art Damm dienen, dass es hier trotzdem nicht irgendwie reinfließen kann. Das ist auch wichtig, weil hier, wenn das hier einmal reinkommt, dann bin ich im Arsch. Dann hast du keinen Schlafplatz, sondern eine Badewanne. So, Freunde. Ich habe den Damm überall gezogen. Wegen dem Berg, da habe ich noch mal einen kleinen Graben reingemacht, damit es dann noch rausfließen könnte, falls was. Ja, ich bin zufrieden bis jetzt und jetzt mache ich nur noch den Biwaksack und Schlafsack rein. Genau, und dann ist der Schlafplatz eigentlich auch schon fertig. Den Biwaksack und Schlafsack haben wir bei der Bundeswehr immer im großen Carinthia-Packsack dabei gehabt. Wie jeder weiß, ist ja der Bundeswehr-Schlafsack, der Defense 4. Kann man auch gebraucht relativ günstig bekommen. Da muss man allerdings aufpassen, weil bei gebrauchten Schlafsäcken, da weiß man nie, wie der gelagert ist. Ich habe den Schlafsack mir jetzt neu geholt. Beim Biwaksack von der Bundeswehr müsst ihr aufpassen. Die sind auf Amazon scheiße teuer. Da kosten die, glaube ich, 300 oder 400 Euro. Guckt einfach auf eBay Kleinanzeige. Da habe ich den schon für 75 Euro bekommen. Von dem her. So. Nicht alles muss man neu kaufen. So. Jetzt gucke ich, dass die Reißverschlussseite natürlich voll in den Dreck reingeht. Das ist wichtig. So. Genau. Jetzt mache ich den Biwaksack komplett zu, damit kein Viech reinkriecht. Fertig. Gut. So. So schaut's aus. Ist doch echt gemütlich. Ich passe da erstaunlich gut in die Lücke, ins Loch hier rein. So, jetzt machen wir uns ans Grubenfeuer. Bis gleich. Beim Feuer achte ich darauf, dass ich ein bisschen weiter weg bin vom Zelt. Da ich ein Grubenfeuer machen werde, wird es ein bisschen unkritisch jetzt sein mit der Rauchentwicklung. Aber grundsätzlich ist es, bei geschlossenen Zelten muss man aufpassen, dass man keine Rauchvergiftung bekommt. Bei Schrägdächern ist das eigentlich kein Stress. Aber ich werde ungefähr hier jetzt mein Grubenfeuer anlegen. Aber zuallererst werde ich Holz sammeln. Jetzt werde ich erstmal ein Grubenfeuer machen. Dazu brauche ich ungefähr zwei Löcher. Einmal ein Belüftungsloch und einmal ein Loch, in dem das Feuer ist. Der Vorteil von einem Grubenfeuer ist, dass er relativ unbekannt oder man unbemerkt dieses Feuer machen kann. Und ja, ich mache das jetzt erstmal und man kann auch echt gut kochen damit. Ihr werdet es sehen.
So, Freunde, das Feuer brennt, das Kochfeuer. Und jetzt fange ich an, mir etwas Wasser zu kochen, damit ich dann das Epa hier essen kann. Schweinegulasch mit Nudeln. Was soll ich dazu sagen? Man soll Wasser kochen lassen und dann das da rein 10 Minuten stehen lassen. Also verpackt noch. Und dann kann man es essen. Ich habe mir noch für morgen habe ich noch dieses Instant Müsli für morgen früh. Dann habe ich noch etwas Kaffee dabei aus dem Epa. Ja, das sind so ein paar Reste halt, die ich noch dabei habe von früher. Lammschmortopf habe ich noch dabei. Ein paar Kekse und Marmelade dazu. Ja. Ich fange jetzt mal an mit Kochen und dann melde ich mich, sobald das Wasser brodelt. Ups. Wichtig ist, dass man zumindest am Anfang erstmal nicht so viel Wasser reinmacht, weil sonst kühlt es zu schnell ab. Fun Facts noch zum Aluminiumgeschirr. Man muss immer bedenken, dass Aluminium eine Schmelztemperatur von, glaube ich, zwischen 580 und 660 Grad hat, je nach Legierung. Und genau, ein Feuer, eine Temperatur von zwischen 500 bis 1000 Grad haben kann, je nachdem, wie groß das Feuer ist. Und ob's, wie die Glut auch ist, Holz und so weiter und komische anderen Faktoren. Genau, immer im Hinterkopf behalten. Ich denke, wenn Wasser da drin ist, kühlt es das Metall genügend ab, damit es nicht zu schmelzen beginnt. Aber jetzt einfach so in einem Feuer drin zu lassen, würde ich jetzt bei diesem Bundeswehrbestecken nicht. Genau. Dann melde ich mich, sobald das Wasser kocht. So. Ich habe jetzt gegessen. Ich habe mir jetzt noch einen Cappuccino gemacht. Genau. Mir ist vorhin noch der Akku leer gegangen von der GoPro. Ja, deshalb musste ich die Aufnahme jetzt nochmal neu machen. Da habe ich nämlich gezeigt, wie ich das mit dem Schmorbraten mache. Oder vielleicht habt ihr die Szene jetzt gerade gesehen und die Aufnahme ist nicht zerstört. Das werde ich erst daheim erfahren. Gut. Ich habe gegessen. Aber Bock auf einen Snack habe ich immer noch. Kekse. Was mache ich heute noch? Eigentlich nichts mehr. Fressen, warten, bis die Sonne untergeht. Und dann ein bisschen Handy gucken vielleicht. Und einfach ein bisschen chillen. Und dann werdet ihr morgen von mir hören. Vielleicht melde ich mich noch mal zum Schlafen gehen. Also bis bald, Männer. Guten Morgen, Freunde. Ich habe es leider gestern nicht mehr geschafft, ein Video zu machen, zu Bett gehen. Eigentlich habt ihr eigentlich auch gar nichts verpasst. Ich habe eigentlich nur die Isomatte in den Biwaksack reingelegt, die Hose und die Feldbluse auch in den Biwaksack reingelegt. Dann habe ich mir nochmal komplett frische Unterwäsche, also T-Shirt, Socken, Unterhose neu angezogen und dann bin ich erst in den Schlafsack rein. Warum gehe ich mit T-Shirt in den Schlafsack? Das ist besser, weil man schwitzt leicht im Schlafsack und das T-Shirt saugt diesen leichten Schweiß auf und dann bleibt die Wärme ein bisschen besser erhalten. Genau, die Stiefel habe ich hier außen angelegt und genau. Ja, das Schlaferlebnis in dieser Höhle war richtig gut, in diesem Graben. Ich weiß, man hat sich
so geborgen gefühlt wie in einem Haus, schon fast. Ja. Nachts ist so drumherum, um mich herum so ein Fuchs gelaufen. Hat noch so Schreie abgegeben, so Fuchsschreie. Und dann ist hier, glaube ich, noch irgendwo ein Wildschwein mit seinen Zähnen so gegen einen Ast geschlagen, glaube ich. Weil das hat sich so angehört, als würde jemand mit einem Stock richtig laut gegen den Ast schlagen. Genau. Ja. Aber war eine richtig angenehme Nacht. Ich habe schon lange nicht mehr so gut draußen geschlafen. Also gerade mit dem Laub, das war erste Sahne, wirklich. Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, es ist auch ein perfekter Frühlingsmorgen mit Sonnenschein und gestern war auch ein richtig guter Tag. Ich werde mich jetzt anziehen, vielleicht ein Frühstück reinfetzen und dann mache ich zusammen mit euch eine kleine Auswertung. Genau, und dann baue ich das alles hier ab. Bis später. So Freunde, jetzt wo das Wasser für den Kaffee kocht, wollte ich mal ein kleines Resümee machen. Über die Nacht allgemein oder den Tag gestern hier draußen im Wald. Ich würde es gerne nochmal wiederholen. Diese Aktion hier mit Lochgraben und zum Schlafplatz würde ich auf keinen Fall einem Wanderer empfehlen. Geschweige denn, außerdem ist das glaube ich eh verboten im deutschen Wald, bei irgendeinem fremden Grundstück so ein Loch auszuheben. Ich habe jetzt die Genehmigung vom Besitzer des Grundstücks für das Projekt hier. Ich mache natürlich auch das Loch zu. Aber ich sag mal so, wenn ihr euer eigenes Grundstück habt und euch so einen kleinen Rückzugsort machen möchtet, wäre das definitiv eine Option, dass man halt dafür eine Baumarktplane drüber spannt und das auch so lässt. Genau. Es war wirklich angenehm, in dem Loch zu schlafen. Man hat sich so wie in einem Haus gefühlt schon fast. Von der Temperatur her war es wirklich erste Sahne. Es kam heute Nacht auch so ein leichter Wind und der ging einfach an mir vorbei. Das war wirklich, wirklich gut. Was ich halt bemängeln könnte, ist halt, wenn es wirklich reinregnet, dann hast du eine Badewanne. Das ist natürlich nichts. So, ansonsten habe ich auch was gelernt auch. Ich muss definitiv mit dem Feuerstahl üben, Feuer zu machen. Und nicht jeder Baum, der auf dem Boden liegt, ist auch wirklich trocken. Das habe ich auch gelernt. Genau. Ansonsten, Epa. Schaut mal, seht ihr? Habt ihr das gesehen? Da war ein Vogel auf der Zeltbahn. Boah, der ist voll nah, voll der schöne Vogel. Wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Mit dem Epa, nächstes Mal nehme ich mir ein paar Eier mit, Fleisch, Landjäger. Das fürs Video jetzt war es okay, aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich satt war. Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Content von dieser Art haben wollt, dann könnt ihr das mir gerne schreiben. Und ja, für mich auch generell muss ich sagen, ich habe viel gelernt, was Videotechnik angeht. Ich hätte viele Aufnahmen viel besser machen sollen. Fällt mir so im Nachhinein ein, aber gut. Erstes Rennen, Schweinerennen, gut. Gerade auch mit dem Akku, gerade das habe ich gestern Abend gemerkt, das mit dem Akku war viel zu wenig GoPro-Batterien eingepackt. Dann eine Powerbank hätte ich noch eine zweite große mitnehmen sollen. Genau, das war eigentlich für mich jetzt heute so ein großer Lerntag eigentlich, was jetzt mit dem Filmen angeht. So, es war aber wunderschön. Ich hatte richtig Glück mit dem Wetter. Das Ganze hätte auch ganz anders aussehen können, wenn es wirklich Pisswetter gewesen wäre. Ja, gut, so sei es drum. Dann will ich euch mal nicht aufhalten. Wenn euch das Video wirklich gefallen hat, dann checkt meine Social Media Kanäle aus. Und wenn ihr keinen weiteren Content verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Bis bald.